Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Meat Boy. Ja, wir sind in der Rapture. Ich habe mir jetzt hier schon mal die Warp Zone geholt. Die ist definitiv nicht zu übersehen. Es ist hell. Obwohl wir in der Rapture sind. Es ist immer noch hell. Oh mein Gott. Es ist einfach nur kranke Scheiße. Schaut euch das mal an. Ich werde euch die erstmal nur vorführen, denn ich komme sowieso nicht gerade sehr weit. Sagen wir es mal so. Okay. Oh, ja, das ist ja schon mal recht scheiße. Besonders wenn man hier noch nicht mal weiterkommt. Denn danach wird es noch scheißiger. Also ernsthaft, wirklich. Jetzt hier so richtig. Okay, das war knapp. So, jetzt geht's hier runter und da rüber und hier und da. Ey, jetzt funktioniert meine Sprungtaste auch nicht. Oder was? Ja, geil. Also ich komme noch nicht mal bis nach da, um den Schlüssel zu holen. Denn danach gibt es da auch noch so ein richtig tolles Pflaster, was man sich holen kann. Also manchmal denke ich wirklich, das Spiel ist für Götter gemacht, oder was? Jo, also deshalb würde ich sagen, ja, gehen wir erstmal ins erste Level der Rapture. Obwohl, ich habe es mir schon angeguckt und es ist... Naja, es ist knackig, sagen wir es so. Das hier ist noch nicht mal so schwer. So. Düpp, düpp, düpp. So, hier muss man schnell sein, wenn das wieder oben ist. Macht man hier, hier, hier. Und dann noch einen Sprung. Wenn man es dann auf die Reihe bekommt. Also ich denke, ab hier werde ich nichts mehr schneiden. Denn da müsst ihr einfach mit ertragen, wenn ich fehle. Selbst wenn wir dann 80 Parts Meat Boy haben, ist mir scheißegal. Dann habt ihr wenigstens was zu schauen. So, hier weiß ich nicht, wie man das sonst schneller machen muss. Also einfach hier... springen, ne? So, das da hinten ist schrecklich. Da jagen sich ja zwei Sägen. Und das ist schlimm. Und wenn man hier zu lahm ist, hat man auch verloren. Also quasi, wenn man diesen Wandsprung hier machen muss, dann ist man eigentlich schon so gut wie tot. Oder halt eben nicht. Aber das ergibt sich dann auch so. Okay, so. Boah! Das ist mir alles viel zu schnell hier. So, und jetzt bin ich hier zu schnell und dann muss ich hier warten. Toll. Geil. Geil, geil, geil. Okay, so, warten wir noch einmal, bis sie runter ist. Und jetzt können wir hier. Hier. So, da oben ist die Warp Zone, ganz leicht zu holen. Sieht man ja auch irgendwie. What? Wieso habe ich das hingekriegt? Okay, ich würde gerne mal... Das sind ja noch nicht mal so viele. Ich wollte gerne wissen, ob hier vielleicht ein Pflaster wäre. Ich habe jetzt aber mal nicht nachgeguckt, weil ich jetzt einfach mal denke, nein, da ist nichts, nein, da passiert hier gar nichts. Okay, ich gehe einfach mal... So, die sind jetzt auch neu dazu. Die bringen einen irgendwie so hübsch zum Schweben. So, in etwa. Nur, man darf sich von denen nicht abdrücken lassen. Das ist dann das Problem, weil dann kann man das Level schon neu starten. So, in den Abgründen von diesen verlorenen Häusern gibt es aber auch nichts. Wieso? Was war das? wieso? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die Häuser nicht gebaut, also. So, wird das auch nichts. Deshalb wäre es besser mit Wandsprung. Das ist eine Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich durch diese Lücke kommen soll. Das ist voll die Verarsche. Also hier die Rapture kenne ich auch schon. Habe ich schon einiges gesehen. Nur selbst noch nicht gespielt. Und deshalb wisst ihr ja, fails, fails, fails. So. Aber das Stück kriegen wir ja hier schon recht schnell hin. Nur das hier ist jetzt mein Problem. Ja, super. Geil. Ich bin ja so froh. Am liebsten würde ich eigentlich die ganze Zeit mit Okmo spielen, denn der hat es eigentlich am meisten drauf. Oh Mann, er hat es drauf. So. Und hier hoch. Ey, Klaas! Feuchte Aussprache. gut, ich würde gerne mal sehen, wie lange ich denn gebraucht habe. Und ob ich hier was vergessen habe, da unten. Ich weiß nämlich nicht, in den Abgründen ist bestimmt überall was versteckt, nur ich finde hier nichts. Weil die Warp-Zones und alles werden einfach viel schwieriger verstehen. Wow, die Zeit war knapp, aber gut. Hier gibt's ja auch... Ach, nö. Hier gibt's auch eine... I wanna... Ja gut, das ist ein bisschen blöd. Hier wird nämlich... Hier wird man nämlich runtergedrückt. Es gibt hier auch eine... I wanna be the guy Warp-Zone. Das ist, so eine Scheiße. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist fast unmöglich, könnte man meinen. Okay, so, hier. Und... Pflaster! Was war das? Ach nee, jetzt kann ich meine Zeit schön vergessen. Ja, gut, das war klar. Wie viel muss ich haben? 18, super! Run Man! Oh, Run Man ist cool!
Oh, Runman ist cool. Runman ist geil. Runman rockt. Scheiße. Ich werde euch Runman natürlich gleich mal... Ach, ich glaube, das können wir schon vergessen, oder? Ja. Ich werde euch... Was mache ich hier? Ich kann euch Runman gleich mal direkt zeigen. Er hat's drauf. Ich zeige ihn euch jetzt einfach. Runman! Oh, der sieht da schon so bekifft aus. Wenn man hier die Taste drückt, dann springt er super. Also nicht, er bewegt sich einfach schnell. Moment, ich zeige euch das mal. So, hier. Wenn man dann die Schnelltaste drückt, also die, die ich eigentlich immer halte, dann ist es super schnell. Also, ja toll, der backt auch so. So, hier geht der normal. Und hier, wow, Runman, einfach voll episch so. Und hier ist er jetzt noch langsam, aber gleich kommt der Highspeed-Act. Highspeed. Miau. Nur man kann ihn halt einfach nicht mehr so gut kontrollieren damit. Deshalb ist er dafür auch nicht geeignet. Auch wenn Runman cool ist, er rockt. Er rockt einfach. So, machen wir das mit Meat Boy. Der schön mal ein bisschen Fleisch verteilt, weil er nicht der awesome 8-Bit-Boy. Meat Boy ist. Scheiße. Ha, wir kriegen das hin. Eben habe ich schon beim ersten Mal hingekriegt. Das ist eigentlich viel zu gut. Was war das? Okay, ich möchte schon mal darauf hinweisen, diese Stage in der Dark World, das ist die Hölle. What? Oh Gott. So, ich habe jetzt eigentlich noch viel Zeit. Ja, gut, geschafft. Also weiter geht's. Also die Level kriegt man eigentlich noch relativ locker hin, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Also da gibt's deutlich schwierigere Sachen. Ich könnte mich eigentlich hier durch das Loch auch mal pushen. Ja, super. Töte mich, wollte ich eigentlich sagen. Was war das? Mein Gott! Moment. Ich kann mich hier doch bestimmt rumcheaten, oder? Ja gut, oder halt nicht. Nö, sieht wohl nicht so aus. Dann gehen wir halt den normalen Weg in die Säge rein. Genau. Oder so. Gibt's natürlich auch. Okay. Aber wir kriegen das hin. Das sieht ja eigentlich nicht so schwer aus. Und es ist eigentlich auch nicht so schwer. Nur einfach die Dark World, die ist ein bisschen tricky. Muss man jetzt einfach mal sagen. Tricky, tricky. Trick or treat, wie die kleinen Kiddies immer so sagen. Ja gut, ich gehe vielleicht manchmal auch ganz gern mit. Einfach, weil es lustig ist. Aber, ach, ist ja auch egal. Ich wollte darüber noch gar nicht reden. Egal. Ah! Was mache ich hier? Okay. Aber ihr seht, die Level gehen hier eigentlich wirklich. Nur Dark World ist wirklich scheiße. Und da sitzt man eine halbe Stunde an jedem Level. Und das möchte man irgendwie ja nicht so gerne. Oh, scheiße. Und da unten ist ein Pflaster, glaube ich. Ich meine, da wäre eins gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Scheiße. Okay, Moment. Wir kriegen das mal hin. Wenn wir die Stelle hier schaffen, dann schaffen wir die anderen natürlich auch. Selbst wenn es auf ein bisschen Übung beruht. So. Super. Genau so wollte ich das haben. Oder das? Ach ja, nett, nett. Ah, Bitches, Bitches. Yo. Jau. Okay, so. Und hier. Und... Hä? Hier war doch ein Pflaster. Okay, dann war das in der Dark... Dann war das in der Dark-Version, okay. Man kann sich ja mal täuschen. Ach, komm! Ach, man kann sich ja wohl hier durchcheaten. Will ich das machen? Ich könnte es ja versuchen, also wirklich. Aber nee, da kann ich ja nicht mehr nach oben springen. Hatten wir ja eben schon mal. Okay, da müssen wir halt den ehrlichen Weg gehen. Oh, ehrlich. Oh, toll, Ehrlichkeit. Ich liebe ja Ehrlichkeit. Nicht! Doch, Ehrlichkeit. Wieso springe ich in den Abgrund? Ehrlichkeit ist nett. Manchmal. Doch, Ehrlichkeit ist wirklich toll. Liebe Kinder, merkt euch das. What? Okay, die Stelle ist sehr blöd, habe ich gerade bemerkt. Und ab hier fängt es auch an, dass die Abflusszeiten sehr großzügig gesetzt sind. So. Yeah! Wow, der Ton war krass. Okay, so, hier fängt das Ganze mit den Schaltern an.
Weak, weak, weak. Ja, super geil. Okay. Also ich denke, das Pflaster werde ich mir später holen. Mit Meat Boy kriegen wir das eigentlich auch noch nicht hin. Ey. Oh, super geil. Ach, egal. Aber die Stage ist eigentlich leicht. So. Ich weiß nur noch nicht, mit wem wir das Pflaster holen. Wir könnten das ja mit Okmo holen. Woo! Okay, also machen wir das mal eben. So. Jo. Ich weiß nicht, Okmo ist, glaube ich, für den Wandsprung nicht schnell genug. Fly Ranch wird sich dafür gut eignen. Ach ne, der ging auch. Okay. Jetzt gehen wir nämlich hier erstmal rüber. Wir machen das hier so. Oder? Nee, das geht mit dem nicht. Mit Meat Boy wird es eigentlich auch gehen, aber ich versuche jetzt erstmal mit Fly Ranch. So. Fly Ranch ist cool. Fly Ranch ist Drogenman. Komme ich darüber? Nee, ich glaube nicht. Nö, ich glaube nicht. So, machen wir das hier. Fly Ranch! Nee, Fly Ranch ist echt cool. Er rockt. Ah. Ich glaube, ich versuche es doch nochmal mit Meat Boy. So, das ist eigentlich definitiv möglich. So. Hier, da so, hier so. Wow, das war knapp, mein lieber Freund. Das war jetzt nicht so knapp. Das war genau in die Säge hinein. Also, ja. Na! Okay, manchmal ist ein Pflaster halt einfach nervig. Aber dafür... Was mache ich? Aber dafür muss man sich die Zeit nehmen. So, ich warte jetzt einfach, bis es wiederkommt. Scheiß drauf. Genau so. Zeit ist ja sowieso egal, weil ich ja jetzt mein A-Plus schon habe. Super. Okay, aber es ist möglich. Das ist doch schon mal... Super! Genau so wollte ich das nur die ganze Zeit haben. Ah, komm schon. Nervt nicht. Ich hab's einfach nicht gern, wenn man Zeit verplimpert. Alles muss schön zack zack gehen und schnell mit Schmackes so. Ach, ihr wisst schon. Okay. So, ich quetsche mich jetzt erstmal hier durch. Oh, toll! Ich sehe aus wie ein Backenhörnchen. Yay! Was soll das? Wieso funktioniert der Sprung mit dem nie? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist echt komisch. Da, schon wieder. Das geht nur mit 8-Bit Meat Boy. Ja. Ja. Okay, ich mach das jetzt einfach mit dem. Und das Blut sieht schicker aus. Ey, mit dem kann man echt besser springen. Oder auch nicht. Naja, gut. Ich glaube, er leckt jedenfalls nicht so viel rum. So. Hier, dann so rüber. Und da so hier. Da so hier, ja. Okay, geschafft. Nicht. Ja, das ist jetzt alles sehr kompliziert und nur für Profis wirklich noch. Nein, das Pflaster ist so leicht zu holen, wie ein Baby einen Schnuller zu klauen. Aber was soll's? Ja. Es ist halt für Profis. Das ist Profi. So, die Dark World Stage ist eigentlich davon auch recht leicht. Hier gibt's nämlich dann auch in der Dark World Version Pflaster, genau hier unten. Und das weiß ich nämlich jetzt alles schon. So, jetzt geh nicht. Ah! Okay, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sind voll episch und cool und bounce in die Säge. Also ich würde das lieber cutten. Das ist nämlich so eine leichte Sache. Das könnte man einfach cutten. Ach, wisst ihr was? Ich cutte es. Also sehen wir uns gleich. New. Okay, wie machen wir das? So, genau. 1A Salami. Oder so. Und hier. Und da. Und hier. Ja, super. Okay, und Bandage Girl. Geschafft! Toll! Deshalb habe ich gerade nicht geschnitten, weil ich es gerade hingekriegt habe. Okay. So, gehen wir einfach in die Next Stage. Erstmal schön angucken. Oh, die ist cool. Sowas liebe ich. Mit so ganz vielen Schaltern. Ach so, einfach durch. Das war noch A+. What the fuck? Irgendwie cool.
Warte, ist nicht hier irgendwo eine Warpzone? Ich muss gerade mal eben zum Map gehen. Nee, die Warpzone war, glaube ich, hier. Aber die ist, glaube ich, gar nicht leicht versteckt. Das ist nämlich die I wanna be the guy Warpzone. Ach, das war das, wo der Schlüssel runterfällt, genau. Okay, weiß ich noch, kenne ich noch. Toll. Düp, düp, düp. Warte, kommt man... Ja, hier kommt man jetzt nicht durch. Aber hier unten könnte ich den jetzt einsammeln. Quasi so. Quasi so. ja, aber wir töten uns, weil wir den direkt schön im Fliegen haben wollen. Und so nicht. Okay. Ocmo wäre dafür, glaube ich, ganz gut. Ich versuch's mal eben mit Ocmo. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also können wir erstmal hier so ein bisschen rumprobieren. Und das war schlecht. Wieso war das so schlecht, Ocmo? Ich dachte doch, du wärst mein Freund. So. Du. Wo muss ich jetzt hin? Was ist denn mit dem Schlüssel da? Moment. Muss ich das da unten auslösen? Ach hier, okay. Okay. Ja, das kriegen wir mit Ocmo definitiv hin. So. Hier. Und das ist eine Warpzone, habe ich gerade gesehen. Oh, die geht aber schnell weg. Okay. So. Jetzt gehen wir hier runter. Ich glaube, dafür ist Meatball doch ganz gut. Ich werde es mir jetzt erstmal so angucken und dann schauen wir mal. Ja. Also, wenn er die Schlüssel dann kriegt, dann ist er eigentlich recht gut. Und das war, glaube ich, schon schlecht. Ach, Meatball. Was sollen wir nur mit dir machen? Also, ich denke, wir machen das Level hier erstmal und dann schauen wir weiter, okay? Okay. Ja, Lisa, das machen wir so. Wie kann man so einen Schlüssel so doof verfehlen? Immer und immer wieder. Ja, Meatball. Sei stolz auf dich. Moment, könnte ich mich denn... Nein, ich kann mich da nicht rumschießen. Das ist schade. Aber irgendwie ist da eine Warpzone. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Aber, ja. Oh, Mann, war das knapp. Und hier ist die Warpzone. Ach so, da oben muss ich durch. Okay, dann holen wir uns halt erstmal die Warpzone. Ist mir doch egal. Ja, aber erstmal brauchen wir diesen Schlüssel. Okay, Mann. Ne, mit Ocmo ist das Level, glaube ich, doch besser. Okay. Scheiße. Aber die Warpzone ist mit Meatball besser, weil das ist eine Time-Warpzone. Die geht nach einer Zeit dann weg. Und deshalb ist das mit Meatball einfach am besten. Ocmo ist dafür zu lahm, weil der Wandsprung einfach scheiße ist und der Sprung und alles andere. Deshalb Meatball. Meatboy! Ach, ich liebe es, Meatboy zu sagen, das ist cool. Ach, das... Was mache ich hier bitte? Ganz ernsthaft. Naja, alles einfach schön mal rot machen. Also ich glaube, Meatboy wäre als Anstreicher, da wäre das schon echt gut. Also ich denke, da wird er das große Geld machen, der Meatboy, der Gute. Die gute Stute. Oh, super. Okay. Hat immer noch zu lange gedauert. What? Wie hat denn das gemacht? Ich will es nicht wissen. So. Oh, komm schon. Okay, aber wie kriegen das hin? Ich glaube, das ist die I wanna be the guy Warpzone. Ich möchte es eigentlich nicht wissen. Nein, ich möchte es nicht. So. Ja, das ist I wanna be the guy. Nein. 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 hi, Kid. Apfel in der Fresse! The Kid von I Wanna Be The Guy. Platsch. Ja. So sieht das hier aus. Ja, ich denke, das haben sich... Genau das haben sich die Entwickler dabei gedacht. Also, Kid ist schon ein sehr geiler Charakter. Muss man wirklich einfach mal sagen. Er ist zum Spielen klasse. Nur das hier ist eine Scheiße. Und der hat einen Doppelsprung. Aber, das tue ich mir doch jetzt nicht an. Ich mache das irgendwann, wenn ich einen Gastkommentator dabei habe. Und dann rede ich einfach 2 Stunden mit dem durch und mache so lange die Warpzone. Aber nicht jetzt, nein. Das möchte ich mir jetzt wirklich nicht antun. Erstmal machen wir die Stage so.
Dop, dop, dop. Scheiße. Okay, aber eigentlich sollte das mit Meat Boy wirklich zu schaffen sein. Er ist schnell, er ist cool und er hat ein cooles Grinsen. Nein, der richtige der richtige Meat Boy, also der dieses richtige Fleischfetzen da macht, der hat dieses coole Grinsen. Aber der Klingelfeuer hat das leider nicht. Aber dafür ist das Blutweh cooler. Und der hat eine lustigere Form. Los weiter! Yay, Speedrun! Ja, so halt. Ich mach das jetzt erstmal, das Level hier, und dann werden wir weiterschauen. Möglicherweise mache ich dann im nächsten Part entweder das restliche zu Ende, was ich noch zu machen muss, oder ich mache halt die I wanna be the guy Warp Zone. Ach, scheiße. Okay, also nochmal. Das sollte eigentlich sehr easy peasy gehen. Oder ich sag einfach, jetzt wird gecuttet und dann schaffe ich das immer. Das ist jedes Mal so. Ich weiß nicht wieso, aber das ist echt komisch. Scheiße. Jetzt wollte ich das einfach zu schnell machen. Das ist nicht gut. Also manchmal muss man einfach so ein bisschen... Okay, ich cutte das. Ja, also bis dann. Echt. Aber Zwiebelringe... Na, also ich denke, das wird besonders dann auch mal bei den dickeren Leuten gut ankommen. Weil die sagen immer, ja, Videospielhelden sind ja eigentlich immer so dünne Leute, die eigentlich immer so voll die Superkräfte haben und alles. Aber dann ist wirklich mal ein dicker Typ. So richtig, also... Also dann ist wirklich mal ein dicker Typ die Hauptrolle und das wär's doch einfach, würde ich jetzt mal sagen. Scheiße. Epic! Ach, komm schon. So, den habe ich jetzt eingesammelt und jetzt kriege ich den wieder nicht. Das ist so klar. What? Ich habe ihn. Dub, 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 dub. Oh mein Gott! Geschafft. Okay, das war's dann erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich werde mir... Ach nee, ich habe ja gar kein Pflaster mehr zu holen. Entweder gehe ich nochmal in die Hölle und setze mich da an die Duckward, oder ich mache die I wanna be the guy Warp Zone. Nochmal ein kleines Review da drauf, damit ihr sehen könnt. Das erwartet mich demnächst. Das hier. Die Hölle. Jo, ich bin aus dem Bildschirm gesprungen, cool, ich bin I wanna be the guy, Typ. Da werde ich mir möglicherweise einen Gastkommentator holen, damit die Sache alles ein wenig mehr überbrückt werden kann und nicht so langweilig ist. Also werde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Splash.